Hallo, hallo. Ah, geil. Oh, sorry. Damit jeder, der bei meinen Videos landet, gleich weiß, was ihn hier erwartet. Okay. Hallo, ich bin's, Kim Lian. Und heute geht es um ein Thema, das uns alle aus tiefstem Herzen belastet. Die einen werden wieder in der Schule eingesperrt, die anderen und ich in der Uni und viele auch in der Arbeit. Um diese Leere der Traurigkeit, das Loch in mir zu füllen, war ich dann Schreibwaren und Bürowaren shoppen, weil immerhin machen einen solche schönen Sachen auf dem Schreibtisch ein bisschen glücklicher, wenn man schon reinhauen muss. Und beim Shoppen habe ich gemerkt, dass es unfassbar viele extrem lustige und teilweise auch total skurrile und beknackte, aber auch sehr coole Schreibwaren gibt, neue. Und die will ich dir in diesem Video vorstellen. Plus, du kannst sie auch noch am Ende gewinnen. Yes! Ich habe quasi einen Großteil der Sachen doppelt gekauft und werde die dir dann nach Hause schicken. Dazu bleib jetzt einfach dran und ich würde sagen, wir legen los. Zugegebenermaßen hat mich dieses erste Produkt hier etwas irritiert. Das Skurrile an der Sache ist, abgesehen davon, dass es ein Cocktailglas ist, mit dem man Tesa abreißen kann, dass das in der Schülerabteilung war. Like, wird man hier verführt, Daydrinking zu machen in der Schule oder was haben sich die Hersteller dabei gedacht? Ich habe da jetzt einfach mal so ein Washi-Tape mit Herzchen reingemacht und wir werden uns jetzt mal angucken, ob man da dann überhaupt tatsächlich noch draus trinken kann oder ob das nur ein Gag ist. Ah! Ah! Was geht hier denn ab für eine Scheiße? Ich schütt mich komplett an. Wenn das jetzt irgend so ein klebriges Getränk wäre, dann gute Nacht, Alter. Oh! Da schwimmen irgendwelche Plastikpartikelchen drin rum. Ich glaube, das ist nicht so wirklich dafür gedacht, da auch draus zu trinken. Das schmeckt auch voll nach Plastik. Weiter geht's mit diesem total attraktiven Bleistiftspitzer. Ja, ich finde die Vorstellung auch ein bisschen beängstigend, dass man in so ein Federmäppchen reinfasst und dann auf einmal eine Nase in der Hand hat. Aber irgendwie ist es halt auch skurril geil, ne? Gerade wenn dich jemand fragt, so, hast du einen Bleistiftspitzer und dann gibst du ihm dieses Ding hier, sorgt bestimmt für lustige Blicke. Sehr spannend fand ich auch das hier. Das sind so kleine Basketball-Radiergummis und Flummis sind ebenfalls aus Gummi und sind ebenfalls rund, wie wir wissen. Ach, wirklich? Anyways, wir schauen jetzt, ob diese Radiergummis tatsächlich auch als Flummis funktionieren. Ernsthaft? Die bouncen ja mal überhaupt nicht. Was ist das denn für eine Frechheit, ey? Oh, shit. Nein. Unglaublich cool fand ich auch dieses Produkt hier. Das ist ein sogenannter Bullshit-Button, so nenne ich ihn zumindest. Wenn man da draufhaut, dann macht das entweder irgendein nerviges Geräusch oder schreit Bullshit. Jedenfalls, glaube ich, kann das ziemlich für dich lustig und für alle anderen nervig sein, wenn du einfach so bei gewissen Worten oder gewissen Meldungen dann immer diesen Bullshit-Button drückst. Das hier liebe ich jetzt schon unglaublich heiß. Das sind nämlich so kleine Eisdinger, wo schon abgebissen wurde, voll süß, die in Wirklichkeit Marker sein sollen. Hier, siehst du das? Oh mein Gott, ich liebe es. Einziges Problem, das man eventuell hat, wenn man die dabei hat, ist, dass man ständig Bock auf Eis hat, ne? Genauso kannst du auch die ganze Zeit nur an Mampfen denken, wenn du diesen Notizblock hier hast. Allein wie der sich anfühlt, einfach so echt, wie wirklich wie eine Tafel Schokolade. Auch hier finde ich den Biss ganz süß. Dreams do come true, Leute. By the way, ich verlinke die Sachen und auch Alternativen zu den Sachen, die ich aus dem Laden habe, unten in der Infobox, wenn du irgendwas nachkaufen willst. Oder du gewinnst es einfach am Ende dieses Videos. Yay! Hier kommen wir jetzt wieder zu etwas, das es leider nicht rechtzeitig für dieses Video zu mir geschafft hat. Das ist einfach, wie du erkennen kannst, eine Axt, die du als Lesezeichen verwenden kannst, wo auch noch Blut drauf klebt. Und das Verrückteste an allem ist, die ist einfach aus Metall. Das ist ein Metall-Axt-Lesezeichen. Ich weiß nicht, wie dick das Metall ist, aber ich glaube schon, dass man sich damit wehtun könnte. I don't know. Auf jeden Fall
ziemlich crazy. Vor allem in Verbindung mit irgendeinem Horrorroman von Stephen King oder so. Ich glaube, jemanden mit dieser Kombination ist nicht so ganz zu trauen. Halte dich fest, wo auch immer du gerade sitzt. Auf dem Sofa, auf der Küchenzeile, auf dem Klo. I don't judge people, okay? Schreib mir by the way mal unten in die Kommentare, wo du gerade sitzt oder liegst, wenn du dieses Video siehst. Das ist bestimmt ganz lustig zu lesen. Bist du bereit für das coolste Produkt der Welt? Oh mein Gott, das ist einfach eine Wolke und die hat ein Regenbogen-Tesa-Band drin. Wie wunderschön ist das denn bitte? Oh mein Gott. Gott! Ich muss sagen, mir sind diese Klebestreifen fast schon zu schade, um damit irgendwas Unbedeutendes festzukleben. Look at this. Isn't this beautiful? I can't anymore. Das hier ist jedenfalls das perfekte Beispiel für Produkte auf dem Schreibtisch, die einem die Arbeits- oder Lernzeit auf jeden Fall verschönern. I love. Weiter geht's mit einer Brotdose, die super süß ist. Da ist einfach so ein kleines Faultier drauf und ich liebe Faultiere über alles, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Allerdings fragst du dich jetzt wahrscheinlich, was genau ist daran jetzt skurril? Eine Brotbox? Das kann ich dir sagen. Und zwar ist die Größe dieser Box einfach nur krank. Die war einfach wirklich da bei den ernstzunehmenden Tupperwares für das Pausenbrot. Und ich denke mir so, in welcher Welt ist ein Pausenbrot so dermaßen klein? Ganz ehrlich, man könnte jetzt argumentieren, hier, aber ich kann ja Chips oder Apfelschnitze reinpacken. Nein, passt trotzdem nicht rein. Auch Nüsse, like, die würden reinpassen, aber einfach so vier Stück. Wer zur Hölle isst so wenig in seiner Pause? Mit Essen spaßt man nicht. Ups. Kommen wir jetzt zu einem Produkt, um das es mir so leid tut, weil es auch nicht rechtzeitig gekommen ist. Keine Worte dafür. Ganz ehrlich. Wer auf dieser Welt stellt sich so einen Stiftehalter auf den Schreibtisch? Ich würde es ja noch verstehen, wenn der wenigstens einen Sinn und Zweck hat. Also zum Beispiel den Bleistift anspitzt. Aber nein, es ist einfach nur ein Stiftehalter. Oh mein Gott. Und damit nicht genug. Dieses hässliche Ding macht auch noch Geräusche, wenn du den Stift in seinen Allerwertesten steckst. Das ist ein sogenannter stöhnender Stiftehalter. Manchmal frage ich mich wirklich, was so die Aliens da oben über uns denken, wenn die sehen, dass wir einfach die Zeit und den Aufwand betreiben, so ein Produkt rauszubringen und zu verkaufen. Und es Leute gibt, die sich das dann auch kaufen und dafür noch extra Geld ausgeben. Wir ignorieren übrigens an dieser Stelle, dass ich genau das gemacht habe. Oh, Moment, Moment. Es geht hier gleich weiter. Das hier geht in die gleiche Richtung, nur dass hier wenigstens irgendwie ein Sinn und Zweck dieser, wie heißt das, Bürobedarfstation gegeben ist. Und zwar ist da wenigstens dabei Post-it-Zettel, Tesa, Kugelschreiber mit einem Stylus hinten dran zum Bedienen von Tablets und Büroklammern. Also wenigstens irgendeinen Mehrwert hat das, aber trotzdem denke ich mir so, ich meine, schau dir das Bild an. Ästhetisch ist in meiner Welt etwas anderes. Es sieht einfach so aus, als hätte man ihn als Geisel gefangen, mit dem Tesa irgendwie so fixiert, wo er gerade sitzt und ihm dann, damit er nicht laut schreit, so den Stift in den Mund gedrückt. I kill you. Sehr skurril, aber unglaublich cool finde ich dieses Produkt hier. Das sind auch Radiergummis, die aber auf den ersten Blick ungelogen exakt so aussehen wie irgendwelche Lippenstifte. Mir sind die fast schon zu schade, um damit wirklich zu radieren. Die sind eigentlich mehr so als Schreibtischdeko bei mir. Jetzt nähern wir uns auch schon der großen Verlosung. What the fuck, wie geht das denn ab? Ich fand jedenfalls auch die Farbe und die Idee einfach zu geil, um es nicht mitzunehmen für dieses Video. Dann habe ich für die Verlosung auch noch das hier mitgenommen. Nicht, weil es super skurril ist, aber einfach, weil ich dachte, dass es ganz nett ist. Und diese Bleistifte sind super mit da oben noch so einem extra Spitzer dran. Plus, last but not least, habe ich noch dieses Notizbüchlein mitgenommen, das wahnsinnig cool aufgeteilt ist. I like! Lass mir jetzt gerne einen Daumen nach oben da, wenn du dieses Video gemocht hast. Ich würde mich sehr freuen. Wenn nicht, dann nicht.
und schreib mir aber wie gesagt unbedingt mal in die Kommentare, wo du dieses Video gerade gesehen hast. Ich bin gespannt, ob da einige lustige Orte dabei sind. Um jetzt diese ganzen Sachen hier zu gewinnen, schreib mir einfach unter genau dieses Bild, welche Jahreszeit deine allerliebste ist. Dann bist du automatisch im Rennen um dieses Paket. Ansonsten hoffe ich, dass ich dich vielleicht auch in meinem eigenen Online-Shop sehe, wo ich meine neue Sommerschmuck-Kollektion gelauncht habe. Oder dann einfach im nächsten Video. Tschüss!